Willkommen zur ersten Folge aus Lebendige Welt, Staffel 4. Wir haben im letzten Part, Path of Fire, abgeschlossen. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir schauen nochmal ganz kurz hier in die Chronikreihe. Ja, wir sind im ersten Kapitel. Ich fand es mega cool. Ich freue mich sehr. Auge des Brandsturms. Wir müssen jetzt, begebt euch zum Doljakhof in der Gegend südlich von Amnun. Ich stehe hier direkt vor der Instanz. Ich würde sagen, wir legen einfach los, ohne dass jetzt hier groß viel Zeit verloren gegangen wird. Okay, sprecht mit Time and Dreadlock. Großartig, wir sind in dem Pferch hinten. Im Pferch hinten, okay. Verzeiht bitte den Ort, aber da ihr Joko seine erweckten Armee weggenommen habt, dachte Agent Kito, wir sollten uns eher unauffällig verhalten. Da müssten sie irgendwo sein, ne? Ja. Hallöchen. Da seid ihr ja. Muss bloß noch ein paar Sachen bei Schraddel anpassen, dann können wir los. Okay. Wir sollten uns bei Jory und Cass melden. Nachsehen, ob sie Kralkatorik eingeholt haben. Sie haben sich schon gemeldet. Kralk hockt in irgendwelchen Bergen. Sie sagten, er benimmt sich seltsam. Das ist aber komisch. Irgendwas stört das Kommunikationssignal. Ich versuch's mal vorne, draußen. Okay, wir müssen in der Zeit mit Ridlock sprechen. Ich dachte, er sei bei euch. In Amnun. Kassiert seinen Gewinn. Er setzt doppelt oder nichts auf euch und Kralkatorik. Oh, kann er. Da wir gerade davon sprechen. Was wird denn aus uns, wenn wir die lila Gefahr tatsächlich kriegen? Ich hoffe ja, Timies Forschung bringt uns irgendwas. Und wenn nicht? Kommandeur! Ridlock! Komm schnell! Was denn? Ich weiß jetzt, was das Rauschen verursacht. Ein Brandsturm? Oh! Hier? Ich sehe keine Spur von Kralkatorik. Wenn Kralk uns überflogen hätte, wären wir alle jetzt Kristalle auf Beinen. Hm. Sieht aus, als hätte Kralkatorik ein paar neue Tricks drauf. Ja, sieht so danach aus, ne? Deswegen habe ich ja Schraddel mitgebracht. Ich lasse ihn gleich mal einen Scan machen. Klingt gut. Ridlock und ich gehen mal etwas näher ran und sehen uns um. Okay, begebt euch nach Amnun. Okay, also bisschen Kommando zurück. So etwas hatte ich befürchtet. Boah, das sieht schon wir heftig aus. Wir haben bloß einen Altdrachen mit der Energie eines Gottes versorgt. Was kann da schon schief gehen? Wo er recht hat, hat er recht. Komm, Ridlock. Lass mich nicht immer alleine, bitte. Okay. Es blitzt, es knallt. Jetzt zicht die ersten. Oh nein, die ersten. Oh mein Gott. Ein Brandsturm. Wir sind mittendrin. Oh oh. Oh oh. Bringt euch bitte in Sicherheit. Ach du liebe Neune. Warum geschieht das nur? Ihr habt doch versprochen, es wäre alles in Ordnung. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sieht so krass aus. Okay. Was ist das da? Diese Leute sind in dem Kristall gefangen. Wir müssen sie rausholen. Ja. Oh! Verflammt! Wah! Was haben wir hier? Rettet 40 Zivilisten. Zählungen zeigen die verbliebene Anzahl. Ridlock, mach sie kaputt. 40 Stück. Wir haben hier noch welche. Wir müssen diese Leute retten. Nein. Sagt mir bitte, dass ich da gerade keinen Drachen mit einem Drachen habe kämpfen sehen. Okay. Ridlock, ich hätte gern den Erfolg. Wir haben hier alles getan, was wir konnten. Ja. Wohin? Geradeaus weiter. Okay. Achtung! Was denn? Yeah. Oh mein Gott. Also rein in die Stadt. Okay, die müssen wir jetzt erstmal kaputt machen. Und 31 haben wir als Ziel noch, wenn ich es richtig sehe, ne? Okay, da haben wir noch einen.
Lass mal ganz kurz hier reingehen. Brutzelt! Priesterin der Kumir. Priesterin, versammelt die Geistlichen und begebt euch zum Südtor. Die zählen auch dazu. Okay, gut. Mein Bruder fehlt. 29. 27. Also die zählen scheint's auch alle dazu. Dann machen wir die auf jeden Fall. Ich hoffe, sie weiß noch, wer ihre Freunde sind. Okay, das war jetzt nicht drinne. Oh, Rini Baby. Die kämpft da. Okay. So, wir gehen jetzt mal zu dieser Blase. Hier. Da. Okay, erstmal nach links. Hier. Erstmal die da. Da geht nämlich die Zeit runter. Noch 21, wenn ich es richtig sehe, ne? Ja, 21. Oha, schubs mich nicht. So, da oben haben wir noch so ein Kristall. Wir sind hier fertig. Ja. In Bewegung. Los, okay. Lauft! Los. Bitte nicht in die falsche Richtung laufen. Wir müssen hier hin. So langsam fange ich an, das persönlich zu nehmen. Wah! Elementare. Die hier dann alle? Okay. Einen haben wir. Zwei haben wir. Drei, vier, wir müssen zum fünf. Okay. Alle Geistlichen, die noch übrig sind, in die Stadt holen. Ja. Alle, die in der Stadt sind. Priesterschaft der Kormir. Amnun braucht euch. Bringt alle überlebenden Zivilisten in Sicherheit. Ja. Tut, was der Kommandeur sagt. Aurene. Wo ist die? Die Tore. Aber da sind doch Drachen. Keine Zeit für Erklärungen. Macht schon. Ist da Aurini-Baby drinne? Kanach! Das hat aber gedauert. Grüner werde ich nicht mehr, müsst ihr wissen. Oh, aber Schluss geil. Mit der Rede. Diese gebrandmarten Leutnants lassen Untote auferstehen. Ich hoffe, diese riesigen Kristalle an den Wänden. Ich glaube, sie heilen die gebrandmarkten. Ja. Es funktioniert. Sollte vermutlich gleich diese Leutnants erledigen, wenn wir schon dabei sind. Schnell. Okay. Ein Kristall. Ist das das? Ah, das Teil. Ist das Aurene? Im Kampf mit einem Wyvern? Ja, sie hat ganz schön Muskeln bekommen. Das war ein Knaller. Okay, jetzt ist der da unten frei. Das ist schon mal gut. Ich hab, wie haben wir dann aber bitte den anderen? Leiden sollt ihr. Ach, dieser Schmerz. Aufgeladen. Okay, hier unten liegt ein Bürger. Eine Bürgerin, eher gesagt. 16. Steht uns gegen die gebrannten Aufgeladen. Da ist noch ein Bürger. Können wir den ansprechen? Nee, ne? 15 sehe ich jetzt noch. Wir dürfen uns nicht von den Blitzen treffen lassen. Hier ist eine
14. Nein, bitte helft uns! Flüchtlinge. Aufgeladen. 13. Da ist es zu Ende. Okay, schnell wieder rein. Die rennt jetzt dahinter. Okay. So, wo ist der Kristall? Der ist bestimmt oben, ne? Aufgeladen. So. Jetzt. 13 Stück immer noch. Mal gucken, ob wir alle finden. Ich habe die Ahnung, dass vielleicht... Da ist noch jemand. Für die Legionen. Die Wut ist mein. Okay, die kann ich jetzt nicht anklicken. Mich bringt nichts zu Fall. So. Da ist dieser Kristall. Hier ist dieser Kristall. So. Okay. Den haben wir auch. Erst Verteidigung, dann Angriff. Aufgeladen. Hier ist noch einer. Los, ja. Geht. Kein schlechter Kampf. Ich sehe hier jemanden tot. Hier, Flüchtling. Los, los, Redlock. 12. Vielleicht hier? Bitte, ich will nicht sterben. 11, okay. Aufgeladen. Also ich sehe keine Bürger. Unsinn. Das ist unter Kontrolle. Da ist aber ein Kristall. So. Aber ich schätze, entweder er, das Leben meinte es nicht gut mit ihm, machte ihn gemein. Gebrandmarkt zu werden, machte ihn noch gemeiner. Den Rest geben. Aufgeladen. Schade, boom, haben wir. Konstabler Rahim wird wissen wollen, was aus seinem Unterkonstabler geworden ist. 11 Stück noch. Verstärkung, hier drüben. Gehen wir mal hier hoch. Kein schlechter Kampf. Mich bringt nicht zu Fall. Oh. Aufgeladen. Feuer, sei mir zu Diensten. Aufgeladen.
Wo rennt der jetzt hin? So. Da haben wir noch eine Ecke. Oh, das ist richtig spannend. Richtig spannend hier. Vor allem, ich hoffe, wir kriegen die ganzen Erfolge. Das wäre mega cool. So, da ist der Dude mit seinem X-chen. Boah, das war knapp. Okay. Haben wir. Passend. Wirbeln. Ein Angriff. Was? Wo? Oh oh. Oh mein Gott. Da ist ein gebrandmarkter Wyvern. Ich will aber gerne die letzten Bürger und Bewohner noch retten. Diese gebrandmarkten loswerden. Für die Legion. Mich bringt nichts zu Fall. Hm. Aufgeladen. Da ist auf jeden Fall der Wyvern. Kristallisiert, ruft Blitze herbei, erzeugt Schilde, heilt. Okay, versuchen wir's. Oh, okay, okay, okay. Ihr habt das Ding auf jeden Fall verletzt. Haben wir? Okay, das ist gut, oder? Komm runter, du blödes Ding. Erst Verteidigung, dann Angriff. Okay, da ist jetzt... Mist, jetzt bin ich in so einem Ding gefangen. Schnell, vernichtet diese Kristalle! Wow, raus, 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 raus. Die müssen wir jetzt vernichten. Okay, den haben wir. Haben wir. Wo ist der letzte? Da. Ich bin leider so langsam... Okay. Oh, 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 okay. Das war krass. Das war ein Knaller. Ach, Mist. Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Warum hätte sich Kalkatori keinen Schulter als Leutnant brandmarken können? Habt das gehört? Wie cool. Überflutet. Okay. Er ist jetzt wieder in der Luft unterwegs. Ich vermute mal stark, dass wir jetzt wieder die Kristalle kriegen. Wir haben immer noch 11 Zivilisten, die wir... Zerschmettert die Kristalle! Boah, weg. Okay, den haben wir. Also, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, den haben wir auch. Da haben wir den dritten. Okay. Das ist Aurin, die ihn dann so kaputt macht. Bin gleich wieder. Ey! Toll. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, hoffen wir es. Aber das wird auf jeden Fall... Oha! Der Schock bleibt aus abgeschlossen. Schlag die Gepanmarkt aus der freien Stadt zurück, ohne vom Blitz getroffen zu werden. Nice. Ich bitte daran, dass ich mir hier bloß nie ein Sommerhaus baue. Ja. Was?
Die Timey-Kaplum. Leider konnten wir jetzt die 11 Zivilisten nicht retten. Erster Praxistest von Schraddels neuen technischen Verstärkungen erfolgreich. Das ist gut. Ich habe Agent Kito mitgebracht. Agent Kito. Kommandeur, wenn Kralkatoriks Diener jemand brandmarken können, der nicht mal in der Nähe ist, haben wir ein ziemlich großes Problem. Wir werden vor Ort Verbündete brauchen, um dem Einhalt zu gebieten. Und wir können nicht einfach nochmal Jokos Armee klauen. In Chiria wäre es leicht, Soldaten zu rekrutieren. Aber in Elona? Wahnsinn, okay. Nähert euch Aurine. Aurini, Baby. Aurine, wir haben dich überall gesucht. Was hast du dir bloß gedacht? Du hättest getötet werden können. Aurini, Baby. Boah, ist die gewachsen. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wieder eine Vision. Oder? Okay, das war crazy. Das war krass. Habt ihr das alle gesehen? Ich bin doch nicht die Einzige, die das gesehen hat, oder? Nee. Aurine, ich verstehe das nicht. Das war... Was war das? Es war nichts Gutes. Ja, das glaube ich auch. Die Schreie. Über den Rest bin ich mir ja nicht sicher. Aber die Stadt, das sah mir sehr nach Faranur aus. Was ist das? Aurine! Zieht sie wieder dahin. Baby, bleib doch hier. Jugendliche, sie werden so schnell erwachsen. Der Ridlock. Sprecht mit Agentin Kito. Wir haben aber hier hinten Rahim die ganze Zeit noch stehen. Faranur, ihr kennt diesen Ort, Kito? Könnt ihr uns hinbringen? Ich kenne jeden Ort. Aber niemand kommt nach Faranur hinein. Und es will auch niemand. Es ist befallen. Macht uns glücklich. Macht uns glücklich. Die Sonnenspeere sollen gewusst haben, wie man hineinkommt. Und wenn ihr Verbündete vor Ort braucht, wären sie für den Anfang passend. Ist klar. Sonnenspeere. Wo finden wir die? Ich nehme an, sie verstecken sich irgendwo im Astralarium von Istan. Die Person, die das Archiv leitet, könnte etwas wissen. Es sind nicht mehr viele übrig und Joko versucht, die Verbliebenen auszulöschen. Sie wollen nicht gefunden werden. Genauere Anweisung. Also, Istan. Ridlock, ihr bleibt mit Kanach hier und kümmert euch um mögliche Nachzügler der Gebrandmarkten. Timey? Hier gibt es genügend neue Kalki-Trümmer, um Schraddel und mich tagelang beschäftigt zu halten. Aus Sicherheitsgründen sollten wir getrennt reisen. Ich gehe als erstes. Yonik bei den Docks kann eure Überfahrt arrangieren. Okay. Wir sehen uns in Istan. Okay. Boah, das war ein erstes heftiges Kapitel, muss ich sagen. Mir qualmt so dezent mein Hirn. Aber mega cool. Gefällt mir. Und wir haben natürlich wieder Taschen bekommen zur Belohnung. Ich würde sagen, wir quatschen aber jetzt mal hier mit Haupt dran Haim, weil der hat immer noch seine Bubble über dem Kopf. Kommandeur, wieder einmal stehen wir in eurer Schuld. Wie schlimm sieht es denn aus? Die Gebäude der Stadt sind erstaunlich gut erhalten. Was die Verluste angeht, wir haben so viel evakuiert, wie nur möglich war, aber der Angriff kam so überraschend. Kalkatorik hat uns definitiv seine neue erworbene Macht demonstriert, kann sich am Nun davon erholen. Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Unterkonstabler Oasis auch zu den Opfern zählt. Verstehe, das ist, ich muss es seiner Familie mitteilen. Hat eine Familie, einen Sohn, eine Tochter. Hab ihn nicht gekannt. Okay. Also, das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr Geschichte spielt. Jede mögliche Bubble mit bei einer Person, die über dem Kopf ist, annehmen. Aber okay, wow, ja. Wie erwartet, gab es einen Angriff in Amnun kurz nach unserer Feier. Aber wir haben es soweit geschafft. Na,
den Umständen so entsprechend. Auf jeden Fall hoffe ich, die Folge hat dir soweit gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Vergiss die Glocke nicht, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich im nächsten Part wiederzusehen. Allerdings, mir ist gerade, während wir diese Geschichte gespielt haben, eingefallen, dass mir noch eine Karte fehlt. Wir haben das Wüstenhochland erkundet, wir haben die Kristalloase erkundet, wir haben Elon Flusslande erkundet, uns fehlt aber immer noch das Ödland. Normalerweise bin ich mit Kartenerkundung immer zack, zack hinterher. Das habe ich leider voll vergessen. Das Schöne ist, wenn man das Ödland macht, kann man sich auch, für die den Schakal noch nicht haben, den Schakal hinzuholen. Das zeige ich euch natürlich auch, wo genau ihr den dann bekommt. Ich weiß noch nicht, ob ich alles einsehen kann, weil ich ihn natürlich mir schon geholt habe. Aber wie gesagt, ich werde euch dann im nächsten Video, wenn wir Kartenerkunde machen, das Ödland, einen Link einfügen, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wie das mit dem Schakal genau geht. Ja, das ist der Plan für die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du natürlich auch. Spannend war's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder. Habt noch eine wunderschöne Woche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.